In der Cañada, im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca, herrscht ein Klima des immerwährenden Frühlings. Deshalb wird in der Region einer der besten Cafés Mexikos angebaut. Hier liegt San Pedro Xochiapan. 4 Stunden Fahrt über unbefestigte Straßen trennen das kleine Dorf von der nächsten Stadt. In die Hauptstadt des Bundesstaates Oaxaca ist es eine halbe Tagesreise. In Xochiapan leben die Menschen von der Landwirtschaft. Primero levantar 2-3 en la mañana para echar las tortillas y después. Früh sind sie auf den Beinen, versorgen das Vieh, bereiten Tortillas zu. Vamos al campo. Und dann geht es aufs Feld. A cortar café. Kaffee ernten. Die Kaffeeplantagen liegen um das Dorf verstreut in den Bergen. Der morgendliche Fußmarsch zu ihnen dauert für viele mehr als eine Stunde. Kurz hinter dem Ort treffe ich Isaias Perez auf dem Weg zu seiner Parzelle. Soy pequeño cafetalero que pertenezco ahí en la organización Yenenaval de Oaxaca. Als kleiner Kaffeeproduzent gehört Perez der Genossenschaft Yeninaban. Lebendiges Licht an. Exportamos café con otro país de buen precio. Denn über die Genossenschaft kann er seinen Kaffee zu besseren Bedingungen verkaufen als bei den Coyoten, den Kaffeeaufkäufern. Weiter geht es zur Kaffeeplantage von Marcelino Quintero, eine halbe Stunde Fußweg entfernt in den Bergen. Auch Quintero ist Mitglied der Genossenschaft Yeninaban. Am späten Vormittag trifft er sich mit Juan Jiménez und einem Landtechniker auf seiner Plantage. Gemeinsam besprechen sie Möglichkeiten, die Pflanzen gegen den Kaffeerost zu schützen. Eine Pilzerkrankung, welche die Ernte zerstört. Llevamos un año de renovación, que cada productor reciba semilla, nueva variedad, de mejor calidad en taza. Die Genossenschaft Yeninaban stellt ihren Mitgliedern kostenlos Saatgut zur Verfügung, erklärt Juan Jiménez. Die neuen Pflanzen widerstehen nicht nur dem Kaffeerost, sondern liefern auch Bohnen von höherer Qualität. Wenige Tage später treffe ich mich mit Kaffeeproduzent Jiménez in der Geschäftsstelle der Genossenschaft in San Francisco Tutla am Rande von Oaxaca Stadt. Während Jiménez meine Kaffeebestellung fertig macht, erklärt er, wie Yeninaban funktioniert. Es una organización de los pequeños productores, hombres y mujeres del estado de Oaxaca. 900 Frauen und Männer aus den verschiedenen Regionen Oaxacas haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam ihren Kaffee zu vermarkten. Eine wichtige Rolle spielt dabei das Büro in San Francisco. Esa oficina es una casa de todos. Hier wird nicht nur der Kaffee geröstet und gemahlen, hier wohnen auch die Genossenschaftsmitglieder, wenn sie nach Oaxaca Stadt reisen müssen. Denn Yeninaban hat keine angestellten Geschäftsführer. Cada 3 años se cambian los directivos. Die Leitung der Genossenschaft wird durch Mitglieder übernommen, die von der Generalversammlung alle 3 Jahre gewählt werden. Aber auch in einem weiteren Punkt unterscheidet sich Yeninaban von anderen Kaffeeproduzenten. Aquí no hay diferencia. Las mujeres tienen el mismo derecho. Frauen sind gleichberechtigte Mitglieder der Genossenschaft. Keine Selbstverständlichkeit im Süden Mexikos. Vor allem auf dem Land wird ihnen immer noch die Rolle der Hausfrau zuteil. Und sie haben sich dem Willen ihrer Ehemänner unterzuordnen. Als ich mich schwer beladen mit herrlich duftendem Bio-Kaffee verabschiede, verrät mir Juan Jiménez seinen großen Traum. Eines Tages soll der Kaffee der Genossenschaft Yeninaban unter ihrer eigenen Marke, Michisa, in Deutschland verkauft werden. Musik